Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Ja. Und heute ist mal wieder was dran. Ich bekomme echt viele Mails von euch und bitte schickt auch immer weiter Mails, weil da sind echt lustige Sachen bei und dann muss ich mir nicht bei What Replays Sachen rausholen. Und außerdem finde ich, ist es viel persönlicher, wenn ihr geile Games zuschickt. Also nochmal Aufruf, wenn ihr Bock habt, dass ich eure Replays zeige, commanderjenso@gmail.com gerne einsenden. Heute ist das schnucklige Gerät hier dran. Ich habe nämlich vom Cookie ein Video per Mail bekommen, wo der ELCR Mix die Hauptrolle spielt. Und kann man sagen, wie man will, ist eine OP-Kiste, ist doch scheiße. Und na, das ist dann dem Tier und hier und da, nur Snipen und Gold, um eine dritte Gunmark zu kriegen und so. Ja, scheiß drauf. Macht einfach Spaß. Macht Spaß zuzugucken. Jo, ich habe hier eine Damencrew drauf, die ist auch schon relativ weit. Das macht also auch auf meinem relativ geil Spaß. Der Hauptnachteil, sage ich mal, ist, dass er relativ lange aimt. Das würde ich mal sagen, wenn man mit TD klarkommt, weil der hat auch, der dreht den Turm nicht, sondern der kann nur die Kanone so von hier bis hier drehen. Ja? Also da muss man sich dran gewöhnen und er aimt halt arschlange. Ansonsten Reload ist in Ordnung und der Rest ist eigentlich auch alles in Ordnung. Aber das Aim, da muss man sich dran gewöhnen. Aber es ist ein geiler Tank und ich will euch dieses Game auch nicht weiter vorenthalten, weil es ist einfach wirklich awesome. Das ist richtig schön, weil so viel lustig. Guter Deutsch. Nee, ich fand's cool und kam eine sportliche WN8 am Ende bei raus und ein ordentlicher Schaden und ja, ich denke mal, der gute Mann ist auch auf der Jagd nach dem dritten. Denn Ring auf der Gun, der dritten Gun mag. Genauso wie ich. In-game sehen wir uns. Bis gleich. In-game. Auf der Map. Murowanka. Na, die Siegchance ist bedingt durch die paar guten Player. Auf der anderen Seite die weniger guten. Ihr wisst, ja, wie es gemacht wird. Halt so, wie sie ist. Sie ist, wie sie ist. Ey, Cookie, was ist denn da los? Du hast ja noch nicht mal eine Tarnung auf dem Gerät drauf. Die gehört aber drauf. Also, das kann ich nicht verstehen, weil die bringt mal richtig was. Ein Tarnanstrich. Und ich meine, so viel kostet sie jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, was sehen wir? Wir sehen zwei Gunmarks und wir sehen, dass der Cookie, es sei ihm verziehen, goldgleich durchlädt. Und ich wette, ich weiß es nicht, aber ich wette, Cookie, dass du auf der Jagd nach der dritten Gunmark bist und keinen Schuss haben willst, der irgendwie wegen fehlender Penetration nicht durchgeht. Und dann nimmt man natürlich Gold in dem Hobel hier 170 Penetration zu 248. Wobei ich sag mal 170 auf einem Tier, du kämpfst hier gegen Sechser, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, also, aber. Als ich noch versucht habe, die dritte Gunmark zu bekommen, was ich mittlerweile aufgegeben habe, nein, da gehe ich nochmal ran irgendwann, habe ich das auch gemacht mit Gold. Wie auch immer, was sehen wir hier? Ein Bewohner des Busches, der hier. Man kann zwei Sachen machen. Man kann hier einerseits in den Buschen, Buschen, in die Busche stehen, in den Büschen stehen, weil dann ist man, wie der Cookie hier gerade schön gezeigt hast, nämlich relativ unentdeckt. Oder man kann wie der Chaffee dort. Aktiv scouten. Aktiv scouten ist aber nur gut, wenn man nicht aktiv stirbt. Wie der Chaffee. Denn, ja, wofür scoutest du? Du scoutest für ein Team, was drauf schießen kann. Und, ja. Gut gemacht, Cookie. Einen Chaffee bestraft, der einfach falsch gescoutet hat. Das war einfach nicht gut. Zu aggressiv. Naja. Also, die Pusi. Was ist das Viech, der ELC AMX? Der ist im Großen und Ganzen, ist es ein Sniper von hinten. Wobei die Gun jetzt nicht so die ultra geil genau ist. Aber die ist schon ausreichend, ja. Und wie wir gerade gesehen haben, Thema ausreichend. Die Gun Depression ist nicht ausreichend. Und die Präzision, guckt euch das mal an, wo er hinzielt. Ja. Zack. Naja. Ist das Bild schon wieder weg. Driftet schon ein bisschen ab mit der Präzision von dem Viech. Also, ja. Und natürlich gehört auch zum Treffen, dass man richtig schießt. Cookie! Mann, das war voll vorbeigenatzt. Naja, es sei dir verziehen. Im restlichen Verlauf des Games zeigst du ja, dass es, ja, auch anders geht. Ich würde mal sagen, der KV-1 hat jetzt kein Rep-Kit mehr, weil du ihm eben die Ketten gezogen hast. Davon gehe ich zumindest mal oberkrass stark aus.
Und der da jetzt sein Repkit nutzen musste, damit er runter in die Senke kommt, was natürlich sehr schlau ist, weil es gibt durchaus Arti. Und da ist man halt, ja, da ist man halt irgendwie nicht gerade untreffbar mit Tarnklamotten und naja. Was jetzt passiert, ja. Also das buchen wir mal unter Scout Runs hier irgendwie. Wir sehen es an der Kameraführung. Hektisches Hin- und Hergewackel von kommt da wer hinterher? Kommt da wer hinterher? Gut, der nächste Busch. So würde ich sagen, also du kannst den ja verschieden fahren. Wenn du ihn praktisch auf Gunmark fährst, dann musst du halt zusehen, dass du von hinten snipest. Und dann ist das schon die richtige Technik. Es tut natürlich weh, beim Chito Gold geladen zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mit dem Reload von dem ELC lädt man auch nicht mal eben so um, weil es so ein schöner Tag ist. Also 5 zu 5, ausgeglichen. Aber irgendwie, man muss ganz ehrlich sagen, hat der Gegner hier einfach mal die Nase vorne an der Ecke, weil der drückt da schon mal. Es gibt ja, guckt mal auf die Mini, gibt ja verschiedene Positionen hier. Das ist schon die zweite, die erste ist an der Ecke. Also der Gegner macht da schon Ballett. Das ist schon, ja. Ich würde mal sagen, sie sind da schon deutlich an der Flanke hier im Nachteil irgendwie. Cromwell im Querflug. Zack, offen ist er. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Da muss man einfach einen Snapshot machen und muss irgendwie zusehen, dass man wegkommt, weil wenn der Arti mal einfach was drauf hat, gut, zu der Gegner-Arti sage ich jetzt nichts. Also, wenn man als Arti was drauf hat, sieht man natürlich schon zu, dass man so einen starken Gegner wie den ELC rausnimmt. Ja, hier kann man, sie hätte KV85, würde ich jetzt durchaus, ja. Oder den KV1. Ja, KVR. Ich wäre auf den KV85 oben gegangen, weil da hätte man die Uzu noch am Leben halten können, wenn man den als erstes bekämpft hätte. Dann wäre sozusagen eine eigene Kanone mehr im Spiel gewesen. Das, naja gut, aber ich sag mal so, entweder macht man sich nicht so viele strategische Gedanken oder man kann es einfach im Eifer des Gefechts nicht umsetzen. Für beides habe ich Verständnis, weil beides ist einfach der persönlichen Situation des Players geschuldet und damit auch in Ordnung. Aber denkt dran, immer erstmal eine Kanone rausnehmen. Also der zweite Schuss eben, wo er noch überlegt hat und umgeaimt hatte, der war natürlich goldrichtig, weil den konnte er so rausnehmen. Gut, ist nochmal gut gegangen. Der Kollege hier ist auch fertig bekämpft und damit weg. Aber wenn wir uns das mal so angucken, die sind hier schon ganz schön ordentlich durchgedrückt. Schöner Slide gerade eben mit Handbremse hier. Sehr schön gefahren. Ja, logisch. Wieder in den Busch scouten. Wo sind die Gegner, die hier eben noch unten waren und jetzt nicht mehr zu sehen sind? Ja, ist schon mysteriös. Aber es wird sich im Laufe des Spielverlaufs noch zeigen. Also mir wird ganz 9 zu 11, wenn ich so auf die Minimap gucke, da löst das bei mir sofort so den Gedanken aus, so, ja, okay, Alter, das ist mal richtig verkackt. Jetzt sieh zu, dass du hier irgendwie noch einen Schuss rauskriegst und dann ist Game over. Aber es wird gleich noch ganz lustig. Der Cookie denkt sich nämlich so, die Jungs gehe ich einfach mal von hinten an, denn wenn ich irgendwie, ja, genau, ohne aufzugehen, oh, da wird mir, guck mal, wie lange der aimen muss, da wird mir schon wieder ganz anders. Es gibt immer noch eine Gegner-Arti. Und so lange stehen und aimen ist einfach boah, gefährlich. Aber ja, was soll er machen? Kannst du irgendwo bist du auch an einem Punkt, wo du einfach dann mal hoffst, dass der Gegner jetzt gerade nicht dich fokussiert. Naja, wen soll er noch fokussieren? Gibt ja nicht mehr viele andere. Also, war schon gefährlich. Gefährlich. Tja, die sind zum Glück alle relativ low, sage ich mal. Aber relativ low heißt. Alter, das als relativ guter Player, das sollte eigentlich nicht passieren, dass man da so verreist. Das, das ist schon passiert, aber ist schon scheiße. Also der hätte deutlich mehr Schaden kriegen müssen bei der Aktion. Also den Schuss hätte er, naja, was heißt deutlich mehr Schaden? Wahrscheinlich hätte er ihn weggemacht. Weil so schrecklich viel Leben hat er ja nicht drauf. Und wenn der die Trollgun hat, wieder schön. Oh, schöne Aktion mit der Handbremse, aber wenn man verschießt, der Cromwell schießt halt auch nicht gerade selten. Und ist damit, ja, er ist jetzt für den Cromwell auch richtig kacke.
Boah. Boah. Geil. Geile Ecke. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In so einem Spiel muss einfach Mörderglück drin sein, ne? Einfach mal schon mal 7000 WN8 gefarmt hier und den Gegnern einfach sowas von gemein immer um die Ohren gefahren, dass die schon gar nicht mehr wissen, wie sie es anders machen sollen. Aber Bobikowski vom Allerfeinsten, Mrs. Sue. Sowas muss doch sitzen. Das ist. Kamikaze! Yes! Geil. So eine Aktion liebe ich immer. Ich liebe es immer, wenn man selber, ich sag mal jetzt ganz, ganz böswillig, wieder verballert, ey. Sorry, aber ich blende den Namen des Spielers jetzt nicht ein, aber Kollege, wenn du das siehst, sowas muss sitzen. Da bist du einfach für dein Team eine totale Belastung, wenn sowas nicht sitzt. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja! Nuts! Ich gönn's ihm. Also ich sag mal, die Gegner haben so gefailt an der Ecke, dass ich ihm es einfach gönne. Es ist sicherlich klar, er hätte längst tot sein müssen. Ja? Also der KV da, weiß gar nicht, was es war, KV1 oder KV1S oder. Nee, es war KV85 oder ein KV1. Ja. Der hätte ihn wegmachen müssen. Nö. Die Su hätte ihn zweimal wegmachen müssen. Nö. Lucky you! Nee, geil. Also, ich mag so eine Spiele. So eine Spiele sind halt einfach WTF-Spiele, wo du dir nachher sagst, geil. Ey, nebenbei, oh, ey, man wird schon wieder ganz anders. Jeder Halbgare hat doch mittlerweile diesen scheiß Mod drauf, der fallende Bäume sieht. Und wenn man jetzt noch auf den letzten Metern wegen so einer Scheiße von der Arti, also ich tendiere dazu, keine Gegenstände mehr umzufahren am Ende, wenn es so auf Messerschneide steht. Geil. Alles wird 14.000 WN8. 14.000 WN8 ist. Ja, wenn man das jedes Mal schaffen würde. Nein, ist natürlich Quatsch. Ausnahmegames. Aber geile Ausnahmegames. Also, ich meine, man macht auch nicht alle Nase lang 8 Kills. Und wie gesagt, ihr kennt ihn ja wahrscheinlich, den ELC. Aber ich kann es immer nur wiederholen. Kauft euch den, der ist lustig. Und zuweilen wird ja WoT ein bisschen langweilig. Und dann. Wenn man mal so einen Tag lang so ein Ding fährt. Ich habe dann immer richtig gute Laune. Wir schauen uns die Gefechtsauswertung an, denn das wird, glaube ich, nochmal interessant. Bis gleich. Jawohl! Master war anzunehmen. 32.000 Brutto-Credits. Gut, ist bei dem Ding zum Credit Earn, ist der nicht, der ist zum Spaß haben. Aber die Kolobane, die Radley. Highkaliber, klar, Topkanter. Und ich finde es immer geil. Ich finde Kamikaze immer geil. Weil irgendwie ist Kamikaze immer lustig. Ist immer mit Spaß verbunden. Und insofern, ja, Spaß wollen wir ja alle haben. Der Cookie. 2-4 Schaden. 8 Kills. Ist nicht wenig. Ist nicht wenig. Gut. Ha. Er hat oft Gold geschossen. Und deswegen wird er jetzt auch bestraft, weil er hier 33.000 miese macht. Kein Premium-Account. Und zu viel Gold geschossen, aber so what? Geil! Auf jeden, geil! Kolobanov. Geil. Super Runde. Sowas gefällt mir natürlich immer, weil es A, ein Tank ist, der mir gefällt, B, eine What the fuck-Runde war. Und sowas will ich sehen. Schickt mir das ein, solche Runden, weil die sind witzig und die sind es wert zu zeigen. Cookie, vielen Dank dir und wir sehen uns dann wahrscheinlich beim nächsten altes Live-Video oder schauen wir mal, was da so noch alles kommt. Macht's gut, bis denn.